Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren aufregenden Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir über das eingespielte Team Lukas Cordalis und Daniela Katzenberger sprechen, die seit Jahren unzertrennlich sind. Aber wusstet ihr, dass ihr erster Eindruck von Daniela alles andere als positiv war? Das erzählt uns Lukas selbst. Lukas Cordalis und Daniela Katzenberger haben 2016 den Bund fürs Leben geschlossen und seitdem sind sie wie Herz und Seele. Gemeinsam mit ihrer bezaubernden Tochter Sophia führen sie ein traumhaftes Familienleben auf der Sonneninsel Mallorca. Klingt perfekt, oder? Doch haltet euch fest, denn der Anfang war alles andere als reibungslos. In ihrer mitreißenden Doku So ab u Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca, gesteht Lukas, der erste Eindruck von Daniela war so mega unfreundlich, als ich sie begrüßt habe. Ich habe gedacht, die ist bestimmt arrogant oder doof. Der ganz allererste Eindruck war nicht perfekt. Oh, das klingt nach einer ziemlich holprigen Startphase, oder? Aber zum Glück gibt es immer zwei Seiten einer Geschichte. Daniela war nämlich auf den ersten Blick hellauf begeistert von Lukas, wie sie uns verrät, er kam in die Lobby, voll gestylt, voll nett. Er war voll reinlich und hat gut gerochen. Wow, das hört sich doch vielversprechend an. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen Situationen wahrnehmen können, oder? Trotz dieses etwas holprigen Starts konnten Lukas und Daniela letztendlich zueinander finden und sind heute ein unschlagbares Team. Das zeigt uns, dass manchmal der erste Eindruck trügerisch sein kann und wahre Liebe alle Hindernisse überwindet. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Geschichte haltet. Seid ihr überrascht über Lukas ersten Eindruck von Daniela? Oder glaubt ihr eher an die magische Anziehungskraft, von der Daniela spricht? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren spannenden Geschichten zu verpassen. Bleibt dran, denn hier gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!